Wegen diesem Prachtstück hat sich die Besucherzahl im Museum Quintana in Künzing bereits verdoppelt. Denn seit über einem Monat ist Schnecki, wie sie der Museumsleiter selbst nennt, hier ausgestellt. 2015 fanden Bauarbeiter die Gebeine der Dame, die ebenfalls im Originalzustand hier ausgestellt sind, im heutigen Niederpöring im Landkreis Deggendorf. Die Bestattung, die stammt aus der Zeit der sogenannten Linienbandkeramik, so nennen wir Archäologen die ältere Jungsteinzeit, und ist ungefähr die Zeit von 5500 bis 5000 vor Christus. Diese Dame ist tatsächlich am Ende dieser älteren Jungsteinzeit hat sie gelebt, ungefähr um 5000 vor Christus ist sie gestorben. Dass es sich dabei um eine Frau handelt, war lange Zeit nicht klar. Die Dame trägt zwar einen Kopfschmuck mit über 400 Gehäusen der Donau-Kahn-Schnecke, den trugen damals aber auch die Männer. Man wusste es eben vorher lange Zeit nicht, ist es eine Dame oder ein Mann. Da hatten wir sie schon Schnecki getauft, intern in unserem Projekt. Das Ganze ist so, dass man von den Knochen her, der Schädel ist sehr zierlich und der Schädel hatte aber von den Merkmalen her eher männliche Ausprägungen. Letztendlich musste man DNA-Material entnehmen. Dafür haben wir 4 Zähne gezogen. Und anhand der Analyse dieses DNA-Materials, das sich sehr lange hingezogen hat, konnte man dann feststellen, dass es sich wahrscheinlich um eine Frau gehandelt hat, und deswegen hat man sich dann entschieden für diese Büste, die ein Künstler für uns angefertigt hat, eine Frau zu machen. Das Gesicht der damals etwa 40- bis 50-jährigen Frau wurde aufwendig rekonstruiert, in einer Büste bestehend aus Ton, Silikonkautschuk und Airbrushfarbe. Ob sie jedoch tatsächlich so aussah, da sind sich auch die Experten nicht ganz sicher. Also ganz sicher sein kann man sich natürlich nie, aber das, was hier gemacht wurde, ist eine plastische, wissenschaftliche Gesichtsrekonstruktion. Das funktioniert so, dass ein großes Forschungsprojekt dem Ganzen vorherging, bei dem wir mit dem Herrn Dr. Joachim Pechtel, das unser wissenschaftlicher Berater und Experte war für diese Zeit, der einfach dazu geforscht hat zu dieser Zeit und kann deswegen schon bestimmte Hinweise dazu geben, wie diese Dame eben ausgesehen hat, eben unter anderem, wo wir von den paläogenetischen Analysen wissen, sie kommt also aus diesem, oder ihre Vorfahren stammen aus Anatolien. Das ist einmal eine wichtige Information. Und dann kann man anhand dieser Informationen direkt am Schädel eine plastische Gesichtsrekonstruktion machen. Dafür haben wir den Schädel mit einem 3D-Scanner gescannt, ausgedruckt, und auf dieser Basis hat dann ein Künstler, der Herr Schnaubelt, zusammen mit seiner Partnerin, der Frau Kieser, die haben sich darauf spezialisiert, auf solche Gesichtsrekonstruktionen. Mithilfe dieser Methode kann aber nicht nur das Aussehen von Schnecki erfasst werden. Man kann auch sagen, woher sie stammte. In den Zähnen lagert sich nämlich während der Kindheit radioaktives Material ab aus dem Grundwasser, und es unterscheidet sich danach, von welcher Bodenart das Grundwasser stammt. Und in dem Fall ist es vor allem Grundwasser aus dem Lössboden. Das heißt, diese Dame ist sehr sicher hier in der Nähe aufgewachsen. Ursprünglich stammten ihre Vorfahren aber nicht von hier, sondern aus dem heutigen Anatolien, also Türkei. Und auch anhand des Kopfschmuckes lässt sich einiges über das Leben der Frau herausfinden. Die Dame von Niederpöring hatte über 400 dieser Gehäuse im Grab, 207 waren noch am Kopf. Jetzt kann man dann sagen, wenn das der ist mit den allermeisten und es gibt noch andere, die haben weniger, dann ist es vielleicht eine soziale Schichtung. Und wenn es auch nur sehr wenige haben, dann kann man wohl davon ausgehen, dass also nur ganz bestimmte Menschen diesen Schmuck trugen, vielleicht eben eine Art soziale Elite. Ja. Beweisen können wir sie nicht, aber der Schmuck, den der Herr Dr. Pechtel und der Herr Breinl, das ist ein Archäotechniker, der sich auf so Rekonstruktionen mit der Steinzeit und mit experimenteller Archäologie spezialisiert, die haben den gemeinsam hergestellt für uns, die Rekonstruktion hier, und dabei gingen schon sehr viele dieser Kahnschnecken verloren. Also das ist sehr aufwendig, den herzustellen. Entsprechend gehen wir schon davon aus, dass es ein Statussymbol halt ist. Man kann zum Beispiel sehen, dass diese Dame perfekte Zähne noch hatte, also nur Abrieb an den Zähnen. Das rührt daher, dass die Menschen damals das Getreide, was sie hauptsächlich ja gegessen haben, mit Steinmühlen zubereitet haben, also hat man viel Abrieb. Was man aber auch sehen kann, sie ist an Altersschwäche gestorben. Das heißt, man sieht, manche Menschen zu dieser Zeit, denen ging es anscheinend sehr gut, zum Beispiel eben unsere Dame hier. Andere aus diesem Gräfeld hatten aber durchaus auch Karies und andere Krankheiten.
Also man sieht, dass es auch schon damals ähnliche Probleme gab wie heute. Und was das Allerwichtigste ist, wegen dieser lebensechten Büste, wenn man der Dame hier begegnet bei uns im Museum, dann sieht man, die sieht ja gar nicht so viel anders aus, schaut ja gar nicht so primitiv aus, wie wir uns das vorstellen. Also die Leute damals waren rein äußerlich von uns gar nicht so verschieden. Das ist also auch eine Botschaft, die wir natürlich vermitteln wollen. Eine Sensation im Landkreis Deggendorf. Denn im Museum Quintana können Sie mit Schnecki sozusagen fast live in die Steinzeit eintauchen.